Nein, kann ich nicht. Vampirmeister. Du glaubst echt, du hast eine Chance gegen einen Vampirlord? Lol. Wie mich. Und ich kann noch Vampire aussaugen, wie es scheint. Lebt noch einer? Oh, da oben will unbedingt noch einer sterben. Da wollte unbedingt noch einer sterben. Ich meine, er hätte es auch lassen können, aber nein. Hä? Wo ist der Typ, der hier gestorben ist? Na, egal. Nee, ich sag nicht, ich passe hier nicht durch. Thaddäus, du und deine Nase passen hier nicht rein. Okay. Oh, ich habe noch Milchshake über. Ein Bananen-Kiwi-Milchshake. Okay, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde aufgenommen. Ich werde mich nochmal zurückbegeben, das Quest abgeben. Das cool. Was? Hier lebt noch jemand? Das kann nicht sein. Warum machen die Pfeile alle so verdammt? Alter, was ist los? Warum machen die Pfeile von den Typen so viel Schaden? Ey, ihr wollt mich verarschen, oder? Hat er mir erst mal einen Headshot verpasst, genau zwischen die Augen. Okay. Weißt du was? Ich hab keinen Bock auf dich, Kollege. Kriegst du meinen mächtigen Seelenreißer drauf? Na toll. Alter, Seelenreißer macht dir echt gar keinen Schaden. Ich bin enttäuscht, Seelenreißerchen. Gibt's da noch weitere Vampire? Ach, ich meine Banditen. Wer bist du denn? Ein Marodeur? Marodeure scheinen die starken Typen zu sein. Außerdem ein Ork. Halt's Maul. Ich zeig gleich, was ich drauf habe. Oh, wow. Trifft mich trotzdem der Sack. Geköpft, Vollidiot. Oh, die wollte immer wieder wissen. Fellrüstung? Nein, Silberschwert. Hm? Ich glaube, Silberschwert ist auch relativ stark gegen mich. Ich bin auch eine Art von Untoter, oder? Möchte ich runterspringen? Aber hier ist nur eine Truhe. Da muss doch irgendwas Gutes drin sein. Ein Seelenstein. Toll. Und Tillem LP springt und hat überlebt. Obwohl das Wasser nur ungefähr knietief war. Wie immer er es auch geschafft hat. Aber Tillem LP und seine Awesomekeit werden weiterhin in Geschichten von Tamriel erzählt. Alle tot. Ja, ich muss zugeben, ich bin etwas stärker als Vampir. Nee, ich glaube, ich muss zur anderen Seite, oder? Da kam ich doch her. Ich laufe mal als Vampir fürs Weiter, erstmal einfach schneller. Ist mal nicht so langsam. Und es sieht einfach unglaublich stylischer aus. Vor allem, da meine Flügel irgendwie gar keine Schwingen haben, sondern einfach nur Knochen sind. Ich frage mich, wer damit sowas fliegen will. Ich meine, guckt's euch doch mal an. Wer will mal erzählen, dass er sich damit vom Boden abstoßen kann? Okay. Sind die da draußen? Fliegen natürlich über dem Wasser. Was? Ein Drache greift mich an, wie es scheint. Oh. Da bist du ja, Kollege. Der hat sich angeschlichen, der Typ. Muss man ihm lassen. Der Typ hat sich mal angeschlichen. Sah aber auch stylisch aus, wie der über dem Wasser gelandet ist. Okay, da schießt schon jemand anders auf den.
Wow, ich habe ihn noch getroffen. Cool. Was sind das denn für Viecher? Oh, der ist hingeflogen. Ja toll, von dem kriege ich natürlich kein Lebensblut. Was seid ihr denn, Kollegen? Ihr seht aus wie Hexen. Hexenrabenanbeter. Erzkyromant? Erzkyromant ist doch Kältefutzi, oder? Okay, die Kältefutzi scheint relativ gut gegen Magieschaden gewappnet zu sein. Deswegen mal auf die aggressivere Methode. Die schaden aber auch erst immer genug, wenn sie auf die Fresse bekommen haben, ne? Da oben ist noch ein Kryomant. Kryomant, wie man es auch aussprechen möchte. Oh, daneben gesnipert. Eiszauberer. Nein, ich möchte dich nochmal... Oh, komm. Oh. Und wir den ganzen Weg laufen. würde ich den Vampirfürsten auslachen. Würde ihn zwar wütend machen, aber... ich will es trotzdem tun. Genau. Mit Eis gegen den Vampirlord. Das ist so unglaublich schlau von dir. Och Mann, ich hätte ihn direkt frontal angreifen müssen. Ich hätte ihn nicht so von der Seite treffen sollen. Ich glaube, dann hätte es was gebracht. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Draugegrab, wie es scheint. Ach, es ist viel zu weit weg, oder? Na, ich kann die Karte nicht mal öffnen. Okay, dann fahren wir uns wieder zurück. War jetzt lange genug ein Lord der Vampire. Was brauchen wir denn noch? Keine Ahnung, steht hier nicht. Zurückverwandeln. Und dabei einen Schluck aus... Den letzten Schluck aus meinem leckeren Mandan-Milchshake. Was denn? Was wollt ihr von mir? Ich hab doch gar nichts getan. Dämmerwacht, okay. Ihr wollt's wissen, oder? Dämmerwacht, die wollen's wissen. Dafür muss ich nicht mal in meine Vampirform gehen. Vollidioten, wo ist der Letzte? Das habt ihr davon. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Skyrim so brutal war. Eine Dämmermacht kriegt, sagst du. Fügt Vampiren zusätzlichen Schaden zu? Hm. Die Dämmermacht ist gemein. Das muss man hier lassen. Aber wir haben uns jetzt genug mit irgendwelchen Vollidioten rumgestritten und geplänkelt. Wir gucken nochmal, was hier im Gefängnis ist. Geben das Quest ab und beenden den Part für heute. Cool, ein strömender Fluss. Ich glaube, die drängen sogar ab, wenn man darüber läuft. Habe ich das nicht auch in DBTOLPs Let's Play gesehen? Also DBTOLP hat ja ein Skyrim Let's Play, das habe ich auch geguckt, zumindest den Anfang. Aber als ich dann mit meinem Let's Play angefangen habe, habe ich es natürlich gelassen, ich wollte ja nicht gespoilert werden. Okay, das machen wir demnächst. Jetzt aber erstmal zurück nach hier oben. Yngwild? Bukwolkiha? Hoffentlich gammelt die Dämmerwacht hier nicht wieder rum. So, wir werden jetzt nochmal den Typen ansprechen, dann mal in die Futtergrube gehen. Futtergrube noch ein paar Leute aussaugen. Und sehen, was uns weiterhin hier erwartet. Wie gesagt, einer wollte mal Dedra-Quests sehen, die werde ich auch noch machen. Wäre nett, wenn ihr euch genauer, genauer sagt, was ihr noch wollt. Ich habe noch so einen Dedra-Quest mit diesem sprechenden Hund. Aber wenn ihr eine Dedra-Quest wollt, sagt genau welches, dann weiß ich, wo ich hingehen muss und so.
Sagt mir, wo der Questgeber ist. Und aber ihr könnt auch andere Quests vorschlagen, war den Ausschnitt. Es wäre schön, wenn sich Ortjolf und Vingalmo endlich gegenseitig umbringen würden. Gute Arbeit. Die beste Lösung für jedes Problem liegt stets darin, es bei den Wurzeln zu packen. Okay, und wie kann ich helfen? Einige verwahrloste Vampire sind außer Kontrolle geraten und verärgern die Sterblichen. Wenn die Beute aufgehetzt ist, macht das für uns die Sache schwieriger. Geht und verringert die Zahl dieser Brutalen, bevor das Problem außer Kontrolle gerät. Viel Vergnügen auf der Jagd. Okay. So, jetzt muss ich noch mal, suche ich noch mal nach den anderen Typen. Kommt mir nicht in die Quere, dann sprecht mit Fura Blutmund. Sie hat etwas für euch. Okay. Nur die? Die Hunde mag ich nicht. Dann gehe ich. Die sind einfach nur nervig. Hier ist doch, soweit ich weiß, hier pennen auch die Vampire. Aber gerade sind sie wohl alle wach. Sogar der hier. Also, weiter. Hast du vielleicht noch was für mich, um den Blutkelch zu verstärken? Sprecht mit Fura Blutmund. Na, so viel Sie hat dazu. etwas für euch. Ich möchte nicht mit der sprechen, die ist nervig. Bis zum nächsten Mal. So, wie lange hält das Blut der Alten denn momentan? 3 Tage. Okay. 3 Tage lang. Blut. Noch mehr Blut. Ein Vampirviech. Jemand hat mir auch netterweise gesagt, dass Kettle Vieh heißt. Ihr seid hier willkommen. Sprecht mit Ja, Fura. das haben jetzt auch die 3 anderen gesagt. Lass dich mal saugen. Was ist das denn hier? Nichts. Blutige Lumpen. Überall der gleiche Schmuh. Warum man hier nichts draus trinken kann, wohl, frage ich mich auch gerade. Aber so toll scheinen sie auch nicht zu haben. Ich meine, ziemlich düster hier. Wer wohnt denn hier gerne? Na, ich glaube, die Kettle ist auch sowieso nicht. Die wohnen hier sowieso nicht gerne. Ortjolf? Bis zum nächsten Mal. Okay. Wir haben jetzt noch. Oh, ich setze mich mal hier hin. Auf den Thron. Haha. Ja, jetzt setze ich auf dem Thron. Toll. Hier werde ich dann auch mal Schluss machen für heute. Wie gesagt, wir können auch hier die Quests alle machen. Ich werde sie mal durchgehen. Nee, das werde ich auf keinen Fall machen. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr noch ein Quest hiervon haben wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann sagt mir, welches Quest ihr wollt, wo ich es finden kann oder ob ich die Vampir-Quest weitermachen soll. Okay, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann übermorgen, morgen, je nachdem, wann ich es rausbringe, wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sage ich mal, ciao und... Ach genau, ihr könnt den Part bewerten. Nicht vergessen, bitte. Wäre nett. Ciao und bis zum nächsten Mal.